Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft in unserem wunderschönen Gruselkeller. Nee, eigentlich nicht, aber wir haben ja die Höhlen-Playlist drin, und genau das soll auch das Thema sein heute, und zwar werden wir aufbrechen, hoffentlich schon, in die Höhle. Deshalb habe ich die Höhlen-Playlist mal direkt reingehauen, damit ich nicht extra umswitchen muss, wobei die ganz schön laut ist, endlich so. Ah, immer noch laut, Mann. Ein paar neue Lieder drin habe ich jetzt, ich hoffe mal, wir werden endlich mal aufbrechen zu unserer Höhle, damit wir doch mal Diamanten und so einen Kram eigentlich finden, denn es wird ja auch mal Zeit, sich ein wenig auszustatten und neue Rohstoffe zu entdecken. Lapis Lazuli. Genau. Und vorher machen wir aber noch schnell den Keller fertig. So, haben wir denn noch? Wir machen den fertig. Du scheiß Keller! Du kannst nix! So. Einen Moment. Mal noch. So. Dann, das ist ja nicht mehr viel. Wir müssen ja noch kurz die eine Wand dann verkleiden. Als Clown. Den habe ich gar nicht schon mal gebracht. ach. Naja. So. Hier mal eine Fackel. Hier mal eine Fackel. Und da auch. Ach, wir haben ja noch. Uno Momento. Per favore. Ich wurde ehrlich mal gefragt, was uno momento per favore heißt. Und da meinte ich, einen Moment bitte. Und dann meinte er, was heißt denn per favore? Irgendwie so. Also. Ja, um noch mehr Blödsinn zu labern, um nicht mehr Blödsinn zu labern, lese ich jetzt auch schon die Kommentarfrage vor. Die besteht nämlich aus zwei Fragen eigentlich. Einmal, wie bist du denn auf Minecraft gekommen? Habe ich ja schon in Folge 8 war es, glaube ich, angesprochen mit meine Anfänge. Da habe ich erzählt, dass ich über Kollegen darauf gekommen bin, die meinten so, hey, ich so, was macht denn ihr gerade? Weil wir haben geskypt irgendwie, und er so, ja, wir spielen Minecraft. Ich so, was ist denn das? Und er so, ja, da hast du so eine Welt und so Klötzen und dann kannst du da was bauen, das ist voll cool. Und dann habe ich gedacht so, naja, wenn die das zocken, dann kannst du ja mal mit denen zusammen zocken, ne? Weil wir haben auch sonst immer alles zusammengezockt. Und dann habe ich mir das runtergeladen und so und gemacht. Und dann mache ich mal leiser. So. Und dann fand ich es cool. Und so bin ich dann darauf gekommen und habe kein Holz mehr. Und habe dann quasi ja angefangen damit. Ich habe auch mal irgendwann... Schon wieder Nacht? Habe auch irgendwann mal die allererste Alpha gespielt, wo man nur Blöcke setzen konnte, ohne irgendwas zu craften. Aber auch das hat Spaß gemacht, und ich glaube, das ist auch der Reiz von Minecraft, dass man, egal mit den einfachsten Mitteln, seine Fantasien, seine Fantasie spielen lassen kann und einfach erschaffen kann, was man will, halt dadurch, dass man diese Möglichkeiten hat, diese eingeschränkten, und irgendwie findet man ja immer was Neues. Ich kann gar nicht die Menschen zum Beispiel verstehen, die sagen, Minecraft ist langweilig. Zum Beispiel Iblali, der meint ja mal, irgendwann, wenn man da spielt, ist das cool, und nach einer Zeit wird es dann einfach nur langweilig. Aber ich finde, wenn man genug Fantasie hat, dann fällt einem ja auch immer was Neues ein, und Minecraft entwickelt sich ja auch weiter, und das ist dann quasi auch der nächste Punkt, der dann auf der Kommentarfrage stand. Bei der Kommentarfrage so, na, drin, ihr wisst. Wie weit wird sich Minecraft noch entwickeln? Es gibt ja zwei verschiedene Punkte. Einmal die Minecraft-Szene, sage ich jetzt mal, und einmal Minecraft an sich. Also Minecraft an sich ist, glaube ich, jetzt schon, sage ich mal, relativ weit. Also es ist ja jetzt quasi wieder ein neues Update gekommen mit Redstone und so, aber es baut ja auch auf Älterem auf. Also so viel großartig Neues wird es, glaube ich, gar nicht geben, wenn sie uns da nicht irgendwie mega krass überraschen wollen. Aber es werden wahrscheinlich nützliche Updates kommen mit vielen Neuerungen und so. Aber so was komplett Neues glaube ich jetzt auch gar nicht. Denn dann müsste man auch das Spielprinzip verändern. Und das möchte ja auch eigentlich keiner. Und von der Community her, also es gibt ja jede Menge. Also es gibt wahrscheinlich keine größere Community als bei Minecraft. Mit irgendwelchen, ja, es gibt ja 100 Milliarden, 1000 Trillionen, das ist nicht geschätzt.
Das ist wissenschaftlich belegt. Ja, Let's Player. Und auch die Anzahl an Minecraft-Servern ist in den letzten Monaten, Jahren, nee, Monaten eher, exponentiell gestiegen. Also man findet ja haufenweise irgendwelche Listen von Servern im Internet, wo man drauf spielen kann. Ich bin ja auch viel auf Servern unterwegs und das macht auch den Reiz von Minecraft auf, dass man immer neue Spieleprinzipien entwickeln kann und das mit seinen Freunden zocken kann. Und ich glaube, die Mods und die Texturenpacks, die haben auch viel ausgemacht, dass man halt ja als Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, das Spiel selbst auch weiterentwickeln kann. Klar, man braucht man Kenntnisse, aber man kann auch theoretisch sich seine eigene Mod programmieren und daran dann damit dann quasi auch Minecraft spielen. Und die Freiheit hat man ja nicht unbedingt in jedem Spiel, dass man dann seine eigenen Programme quasi für das Spiel programmiert und damit dann auch zockt. Also ja, weiß ich nicht, ob es das noch irgendwo anders gibt. Ja, okay, bestimmt, aber jetzt nicht bei so großen und erfolgreichen Spielen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. So, jetzt mache ich mal nochmal einen Liedwechsel. So, das ist ja mal ein gutes Lied. Haben wir denn genug zu essen? Wir haben gar nicht genug zu essen, glaube ich. Doch, wir haben Fleisch, das tue ich mal in den Ofen, den wir unten haben. So, und dann werden wir auch schon aufbrechen. Mein Gott, das ist so unglaublich aufregend. Nein, das ist wirklich aufregend. Also jetzt ganz im Ernst jetzt. So, was lassen wir denn mal hier? Wir nehmen mal ein bisschen Cobblestone mit. Wir nehmen Fackeln mit. Wir nehmen Holz mit. Das können wir hier lassen. Wir nehmen Erde mit. Wir nehmen mal 13 Kohle mit. Pfeile brauchen wir nicht. So, dann machen wir mal so und so und dann irgendwie so. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich auch gar nicht, oder? Wir haben zwei Spitzhacken. Wir haben ein Schwert, brauchen wir vielleicht noch ein neues. Zack, zack. Nicht, dass wir da plötzlich im Kampf gegen die Monster ohne Schwerter stehen, das wäre ja ein bisschen blöd. Hier, nimm meinen rohen Schinken ins Gesicht, hoffentlich töte ich dich damit. So, oh mein Gott, gleich ist das Essen fertig. Essen ist da! Darf man das sagen? Ist das Copyright geschützt irgendwie? Ich weiß es nicht. So, das letzte. Wir können noch mal ein bisschen rumrennen. Wie werden wir überhaupt die Kisten da? So. Und dann. Ja, so, ne? Genau. Och, ist das schön. Es geht auf! Außer hier. Aber da müssen wir das. So, ne? Ihr wisst schon. So, da ist das Essen. Das nehmen wir mit. Und dann brechen wir auf in neue Gebiete. Dum, 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 dum. Epische Musik beim Lauf durch die Landschaft. Links erschien uns ein Hühnchen, aber wir ignorierten es. Wap, wap, wap. Ferner zogen wir durch die Landschaft. Ohne Nahrung. Ohne Trinken. Trinken! Getrieben von dem Drang, Abenteuer zu erleben. Huch. Und Ruckler. Na! Kehrten wir an den Punkt zurück, an dem alles begann. Bock! Unsere Höhle! Da sind wir! So, die Frage ist jetzt nur, ob ich auch den Weg finde. Also, wie war das hier runter? Und dann hier lang. Und dann hier lang, glaube ich. Und irgendwo gleich runter in den Dungeon. Hier. Oder? Zack, 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 zack. Genau. Und da sind wir auch schon angekommen, in unserer Höhle. Creeper! Och nee, jetzt geht das nicht. Nein, 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 nein. Oh. Warum muss denn das jetzt so direkt losgehen? Ey? Das ist so. Nein, 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 nein. Oh. Na super. Na super. Ja, super hier wieder heute. Ich geh mal runter. Runter ist immer gut. So, da ist direkt Eisen.
Ach, da ist Eisen. Moment, ich muss mal einmal auf die Uhr gucken. Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? So, wo gehen wir dann lang? Wir gehen mal hier lang. Hä? Nee, Moment, ich mach mal nochmal ein anderes. Vielleicht haben wir noch ein besseres. Das. Hier geht's doch weiter. Sind hier Diamanten? Nein. Können wir probeweise einmal so... Da ist Kohle. Und Eisen. Ja, hat sich doch gelohnt, hier reinzubuddeln, ne? So, das nehmen wir mal mit. Aber wir wollen ja eigentlich noch tiefer, ne? Also zu den richtigen Rohstoffen, ne? So. Egal, die Kohle nehmen wir mal mit. Wann kam Kohle eigentlich rein in Minecraft? War das schon immer dabei oder wurde das irgendwann eingefügt bei irgendeinem Update? Ich meine, das ist ja auch bemerkenswert, dass Minecraft als Spiel schon so erfolgreich war, obwohl es noch gar nicht fertig war. Also, den meisten Teil habe ich echt noch in der Beta gezockt. Und ja, in der Beta ist ja kein Spiel fertig und manche bringen irgendwie noch nicht mal ein Spiel auf den Markt, was komplett fertig ist. Und dann so mit der Community dann zusammen daran zu arbeiten, finde ich echt, ist ein interessantes Projekt vom Markus. Der Person. Notch. Ich glaube, ich habe mal gehört, der Notch ist der einzige, der einen farbigen Namen bei Minecraft hat im Spiel. Kann das sein? Ach ja, Creeper. Aber der ist schön. Ein HD-Creeper. Warum? Hä? Warum explodieren die jetzt immer? Ich verstehe es nicht. Es ist mir noch nicht ganz klar. Aber hier ist Kohle. Ich sollte etwas essen. Nom 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 nom. So. Warum schaltet sich denn hier im Moment so meine Stoppuhr immer um? Ich sitze nämlich hier mit Stoppuhr und stopp jede Zehntelsekunde. So, den Block habe ich jetzt abgebaut. Der nächste... Ach, okay. Ach, schon wieder umgestellt. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich stopp meine Zeit natürlich immer mit dem Mobiltelefon. Damit ich ungefähr weiß, wie viel ich spiele pro Folge. Und das geht irgendwie immer... Springt irgendwie immer um auf irgendeinen Countdown-Zähler oder so. Den ich ja gar nicht haben will. Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir schon am Ende unserer Höhle angekommen sind? Das wäre nämlich blöde. Das sage ich jetzt mal so, ne? Ist halt mein eigenes Werturteil, aber... Ist ja schon... habe ich mir jetzt mal ein bisschen mehr vorgestellt. Nö, ich gehe da nicht rein, da ist ja so viel, das machen wir wann anders. Oh, schon fertig. Knarf! So, oder ist hier noch irgendwie irgendwas? Nee. Nee, es ist tatsächlich nichts. Oder sind wir hier? Ja, wir waren hier, wir waren da. Und wir waren da hinten. Toll. Na super. Aber die Höhle geht ja bestimmt noch irgendwie. Muss sie doch weitergehen. So. Wir können ja mal... Moment. Hier waren wir auch schon überall, ne? Ja. Hier waren wir und da hinten waren wir, glaube ich, auch. Ach, das kann nicht sein, dass jetzt alles schon erkundet ist. Nur ein bisschen blöde. Ein bisschen. Oder war hier noch was? Ich höre Untote. Dumm. Dumm. Nee, nicht dumm. Also so ein Bollern, so ein Paukenschlag. Ist doch egal. Ist ja wurscht. Irgendwo? Irgendwas? Nein? Ach komm schon. Ich höre... Man. Da ist doch ein Zombie. Komm nicht rein. Muss mal so rum. Na, du bist mein bester Freund. Komm her. Wo bist du? Eisen. Fuck. Fuck. Eisen? Eisen? Ganz viel Eisen? Ah, nochmal. Noch mehr Freunde. Wartet. Oh. Hey, hey. Oh, ein Eisenbarren. Seit wann? Ach ja, nee, schon länger. Doch. Noch mehr. Die droppen ja schon länger irgendwelche Sachen. Eine Möhre. Moment,
Ho, jetzt können wir auch ein Mührenfeld machen. Das ist mir sehr suspekt. Waren wir hier schon? Oh, fuck. Oh, nein. Scheiße, jetzt... Ja, geh von mir aus kaputt. Hauptsache, du tust uns nichts. Oh. Alter. Aber hier scheint ausgeleuchtet zu sein, dass... Nö, da unten waren wir noch nicht. Alter! Nein. Oh. Jetzt nicht sterben. Wir haben noch eine Möhre. Oh. Jetzt komm, Überlebenskampf, letzte Sekunde. Oh. Puh. Alles klar, ich beende hier mal die Folge, ne? Dann gehen wir da nächste Mal runter. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bewertet es doch, damit ich weiß, was euch überhaupt gefällt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.